dort entsprechend im Sonderausstattungsbereich auf die Bauelemente, holen uns jetzt hier unsere Innentüren her und haben hier als allererstes bei der Türart entsprechend unsere Berechnung. Und wenn wir uns das Ganze bei den entsprechenden Positionen ansehen, sehen wir, wir haben zum einen die Gruppen für die einzelnen Türausführungen, das heißt also im Gewerk der Innentüren, die Durchgangssagen, Falt, Glastüren, unsere Innentüren, dann genauso noch entsprechend die Kellertüren und die Schiebetüren. Bitte Achtung, wir haben gleichzeitig hier noch eine ganze Menge Hinweistexte im Bereich der Textauslöser, um die Beschreibung für das Angebot zu gewährleisten. Sie sehen auch, es gibt separate Positionen, Schiebensystem für Schiebetüren liefern und montieren, was bei Schiebetüren noch zusätzlich berechnet wird. Und wir sehen, es gibt im Rohbaubereich für, ich hatte das eingangs schon erwähnt, die Schiebetüren in der Wand und hier natürlich die Unterscheidung nach ein- und zweifliegeligen Türen, die Funktionalität des Anmauerns, wenn wir uns das im Branchenmodell Holzbau angucken würden, würde halt entsprechend für die Wandausführung die Ausbildung des Koffers, in dem die Schiebetür verschwindet, ebenfalls separat berechnet werden. Stürze, Überbauten für das Thema Massivbranchenmodell und das Pendant zum Holzbau schauen wir uns gleich an. Wir machen erstmal eins. Wir gehen zum Beispiel mit Doppelklick einfach mal auf die Innentüren der Preisgruppe 1. Die Bauelemente hier werden bei den Innentüren wie, ich sage mal Anführungszeichen, alle anderen Bauelementebereiche auch. Wir sehen es schon hier in der Berechnung angezeigt, eben über Gruppenlogiken berechnet. Wenn wir unsere Combo-Box für die Gruppen aufmachen, sehen wir eben bei den ganzen Gruppen in der Spalte, wo ja steht, dass eben dort eine Gruppenlogik zur Verwendung kommt. Wir sehen, dass eben die Positionen in Gruppen geführt werden, die dann die entsprechenden Eigenschaften haben. Wenn ich jetzt hier einfach mal sage, ich gehe auf die Gruppensteuerung, dann sehen wir wieder, welche Bauelementeprüfung dort passieren. Das heißt also, egal auf welche Tür ich hier gehe, ich sehe das Bauteil, was geprüft wird. Es müssen halt Innentüren sein. Wir sehen, es ist jeweils Anführungszeichen nur Maß 1 angeklickt. Das heißt also, es wird auf der Positionsebene, die dann die Größe prüft, nur die Türbreite geprüft. Und wenn wir in die Eigenschaftsfilter 1 und 2 reingehen, dann sehen wir, wir haben hier zum einen die Türart, die geprüft wird. Bei den entsprechenden Innentüren, bei den Falltüren ist es dann eben nicht Tür mit Türblatt, sondern die Falltür. Bei den Durchgangszargen ist es dann die Durchgangszarge. Und wir haben bei Eigenschaft 2 dann entweder nur Anführungszeichen die Preisgruppenausführung wie bei den Durchgangszargen oder wie bei den Innentüren, dass neben der Preisgruppe eben auch gesagt wird, wenn es von der Ausführung her eine Standard mit Glasausschnitt oder Standard mit Glasausschnitt Kreuzsprossen sein soll, dann wird die Innentür gerechnet. Das heißt also, für diese Glasausschnitte und für diesen Glasausschnitt mit Kreuzsprossen werden dann entsprechend noch andere Positionen gerechnet. Bedeutet also, Bauelemente überall, wo hinten Ja steht, Berechnung erfolgt über die Gruppenlogik. Das heißt also, die Gruppenlogik prüft die Eigenschaften und die Position entsprechend dann nur mehr Anführungszeichen hier eben je angegebener Größe die Breite. Bedeutet, wenn wir auf die Gruppe allgemein gehen, sehen wir, dass wir eben hier die Zulagepositionen noch einmal haben. Das heißt also, als allererstes möchte ich hier auf die Mehrpreise für Türerhöhungen verweisen. Das ist wieder eine Aufschlagsposition, bedeutet also dadurch, dass eben die Türen selber für eine Standardhöhe bepreist sind von 201, wird gesagt, und wenn eben diese Standardhöhe überschritten ist, dann wird jeweils auf den Grundpreis nochmal ein separater Aufschlag von 10% berechnet. Das Ganze wird natürlich entsprechend auch dann ausgegeben in der Leistungszusammenstellung. Gleichzeitig haben wir in der Gruppe allgemein auch noch die Berechnung für entsprechende Varianten wie Seitenteile, die Zulagen für Rundbogen und Segmentbogen, die Zulagen für entsprechende Seitenteile, die Mehrpreise für die Druckergarnituren, über die wir schon gesprochen haben, und für das entsprechende Schienensystem. Ich mache an der Stelle einfach eins.
Ich gehe nochmal in den Inhalt der Bauelemente zurück. Das heißt also hier kurz nochmal die Innentüren ausgewählt. Und damit haben wir die Berechnung für Türart, Preisgruppe, Seitenteile und so weiter und so fort schon gesehen. Das, was nochmal für uns wichtig ist, die Oberlichter sind eine separate Berechnung. Auch hierfür gibt es entsprechend eine Gruppenlogik. Das heißt also, diese Oberlichter werden entsprechend auch wieder in der jeweiligen Größe entsprechend berechnet. Die Ausführungen der Türen. Hier hätten wir eben die Lichtausschnitte, die für die Tür mit Türblatt für doppel- und einflügelige Türen getrennt entsprechend berechnet werden. Separat natürlich nochmal entsprechend die Variante mit den Kreuzsprossen. Wir sehen auch, die Türberechnung der FH-Metalltüren erfolgt eben in einem anderen Gewerk, das heißt im Roba bzw. bei dem Branchenmodell Holzbau, nicht im Rohbau, sondern im Gewerk Massiv- und Kellerbau. Und wir haben die Zulagen für die Wohnungseingangstür in der Gruppe allgemein und sehen auch, was ich schon angekündigt hatte, dass eben hier an der Wohnungseingangstür und an den Haustüren ebenfalls noch entsprechende Prüffunktionen dranhängen.